Man hat jeden Monat Feedbackgespräche mit Kulturwerke Deutschland, wo man auch alle seine Probleme äußern kann und so. Also ich muss sagen, das wurde bei mir sehr, sehr gut rausgesucht. Ich hatte auch, wie ich mir gewünscht hatte, Haustiere in meiner Familie. Also ich hatte einen Hund und eine Katze. Hallo, ich bin Fine, 14 Jahre alt und mache ein Auslandsjahr in Spanien und erzähle euch heute über mögliche Ängste und Tipps dagegen. Also erstmal zu mir, ich muss sagen, ich hatte gar keine richtigen Ängste, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und es war auch genau richtig so. Also erstmal kann ich auch zu allem sagen, zu jedem Problem, was man hat. Man hat jeden Monat Feedbackgespräche mit Kulturwerke Deutschland, wo man auch alle seine Probleme äußern kann und so. Und man kann auch sagen, ich brauche jetzt unbedingt ein Feedbackgespräch, dann kriegt man da auch was früher. Dann hat man natürlich auch die Lokalkoordinatorin, die auch die ganze Zeit ansprechbar ist, die auch in deiner Region wohnt und mit der du auch was machen kannst. Also die Lokalkoordinatorin hat meistens mehrere Leute in deiner Region und hilft denen sozusagen bei ihrem Auslandsjahr. Und mit denen kann man auch super Ausflüge machen und so. Dann hast du auch natürlich mit der Gastfamilie, kannst du auch immer reden und sagen, was deine Probleme sind und so. Deswegen braucht man sich da eigentlich erstmal auch über nichts Sorgen zu machen. Aber was ich natürlich verstehen kann, erstmal ist, dass man in einen Ort kommt, wo man sagt, ich fühle mich hier absolut nicht wohl oder auch die Familie. Also erstmal kann man ja auch sich dafür entscheiden, ob einem wichtiger die Familie ist oder der Ort, wo man ist. Und bei mir war es halt, wie gesagt, ich habe keine Staatenwahl gehabt und deswegen habe ich dann mich eher auf die Familie konzentriert, dass ich mit der zufrieden bin und ich hatte wirklich eine Traumfamilie. Eine Gastschwester, die in meine Klasse geht, eine andere Gastschwester, die Englisch kann. Ja, deswegen, ich war super zufrieden mit meiner Gastfamilie. Wenn man da halt Schwierigkeiten hat und sagt, ich fühle mich nicht wohl, dann kann man auch jederzeit sagen, ich will unbedingt meine Familie wechseln und so. Aber vorher kann man natürlich auch gucken, ob es da Lösungswege in der Familie gibt. Und ja, also deswegen braucht man sich da eigentlich keine Sorgen machen. Es gibt immer die Möglichkeit, die Familie zu wechseln, wenn es wirklich gar nicht passt. Aber eigentlich wird da auch sehr, sehr gut drauf geguckt, ob man wirklich mit der Familie zusammenpasst. Also ich muss sagen, das wurde bei mir sehr, sehr gut rausgesucht. Ich hatte auch, wie ich mir gewünscht hatte, Haustiere in meiner Familie. Also ich hatte einen Hund und eine Katze. Und ja, jetzt habe ich auch meine Familie gewechselt nach 5 Monaten, weil meine jetzige Familie nicht wusste, dass ich ein ganzes Jahr machen will. Und deswegen musste ich dann wechseln, aber ich bin super zufrieden mit meiner neuen Familie, weil es ist von meiner kleinen Gastschwester, meiner früheren, die Freundin und mit der habe ich mich auch super verstanden und die haben sich halt einfach angeboten und jetzt bin ich mit denen hier und die sind super, super nett. Ich bin super, super zufrieden und auch die Eltern von der Gastfamilie sind beide Englischlehrer. Das ist super, weil dann kann ich auch, wenn ich irgendwann ein Wort nicht weiß, einfach auf Englisch sagen. Und ja, deswegen, da habe ich auch keine Probleme und Freunde finden. In der Schule finde ich immer ganz schnell Freunde. Egal, wie man sich das auswählt, wie schwer es wird, das ist gar nicht so schwer. Ich hatte auch super Glück, halt wie gesagt, meine Gastschwester ist halt auch in meiner Klasse. Und deswegen war ich so direkt schon so gefühlt in einer Freundesgruppe drin und wir haben uns auch super verstanden alle. Und deswegen hatte ich da auch kein Problem. Und selbst wenn, man kann auch immer super in Clubs oder so oder in irgendwelchen Gruppen beitreten. Ich bin zum Beispiel in einem Fußballverein und da habe ich auch total coole Leute gefunden, mit denen man sich super versteht. Und ja, sonst Heimweh natürlich ist auch nochmal ein Problem. Also ich muss sagen, ich habe es weder unterschätzt noch überschätzt. Man muss gucken, dass man halt nicht zu viel Kontakt mit der Familie hat. Also mir zum Beispiel tut es nicht so gut, wenn ich mit meinen, vor allem mit meinen Eltern telefoniere. Keine Ahnung, das mag ich nicht so. Aber also ich habe absolut keine Probleme, wenn ich mit meinen Eltern und meiner ganzen Familie und so schreibe. Schreiben fällt mir deutlich besser und mit meinen Freunden und auch mit meinen Geschwistern kann ich eigentlich auch gut telefonieren. Ja, es tut auch mal gut, aber man muss immer einen guten Ausgleich finden, dass man nicht zu viel nur mit denen redet und so und halt auch gut mit allen anderen redet. Gastfamilie, mit Freunden und mit denen in der Schule. Und sonst, ja, wie gesagt, also man braucht sich absolut keine Sorgen machen über irgendwelche Probleme, die kann man super, super schnell lösen. Es gibt so viele Ansprechpartner und ja, Familie wechseln, wenn irgendwas total schlimm ist und auch Schule kann man super wechseln, wenn man sagt, man ist damit gar nicht zufrieden oder man findet keinen Anschluss oder so. Aber eigentlich passiert das nicht und man kann das alles super lösen. Das war's. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Tipps mitnehmen können oder ich konnte euch so ein bisschen beruhigen. Und falls ihr auch jetzt ein Auslandsjahr machen wollt, könnt ihr euch gerne bei Kulturwerke Deutschland melden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Und dann sage ich Tschüss!